Ah, und ich wette, es ist einer von den beiden, die da ganz oben sind. Weil warum sollten die sich denn hier in der Umgebung aufhalten, also so nah dran, wenn sie Scheiße gebaut haben? Und zumindest einen umgebracht haben. Da wäre ich auch zig Millionen Kilometer weit weg. Und würde mich nicht mehr da aufhalten, wo noch alle rumrennen, die dich vielleicht entlarven könnten. Sag ich mal so. Alter, dass der sich nicht die Backen wegrüstet. So. Schauen wir da vorne. Mahahaha. Nee, du bist ja so kleiner, ne? Ich drück mal die falsche Taste. Alter, was da trotzdem ganz schön Schaden. Ah, stimmt, Ausdauer ist alle. Da muss ich immer ein bisschen auf achten, das vergesse ich immer. So. Oh, ich vergesse das immer. Bei Steuerung, also kleines. Sie ist besser als bei Gothic 1 und 2, das definitiv. Aber ich habe da immer so einige kleine Probleme hier. Und sollte mich vielleicht echt nicht immer permanent mit den großen Viechern anlegen. Kleinen reichen für den Anfang. Was haben wir denn hier alles? So viele Pilze. Die Umgebung finde ich aber auch recht schön. Ich weiß, das passt jetzt überhaupt nicht zum Thema. Aber ich finde es recht cool gemacht eigentlich. So. Da müssen wir lang. Dann ist irgendein Fort. Also eine selbstgebaute Burg. Mal, ich mache erstmal das Vieh da weg. Das geht jetzt wieder in die Hose. So. Ich bin hier schon richtig der Bogenschütze, Freunde. Langsam kriege ich das hier alles gewaffelt. Aber zumindest. Ja, mit dem Bogen. Und betont immer wieder mit dem Bogen. Da ist ein Auto. Erstmal gucken, dass hier nicht einer drin ist. Und ich muss hier. Hier ist was drin. Irgendwas hat mich gesehen. Nur was? Irgendwas hat mich gesehen. Hallo? Das Radar leuchtet noch rot. Okay, hä? Ich hatte doch irgendwas gesehen eben. Merkwürdig. Oder vielleicht ist. Da ist nix. Ach, hier auch so ein komisches Geräusch. Hier ist ein Klo. Er hat zumindest mal gespeichert. Das ist jetzt praktisch. Aber wenn er speichert und ich dann abnippel, dann weiß ich zumindest, dass ich wieder hier unten bin. Aber hier ist nix. Es jagt mich jetzt auch nichts mehr. Mal schnell hier rein. Ich will hier rein, sagte ich. Oh, Schlafi machen. Weil ich schlafen muss zum nächsten Morgen. Damit zumindest das alles erst einmal voll ist. Und dann gucken wir nochmal. Magnesiumfackel. Nehmen wir auch mal mit. Oh, ich würde ja, wenn das nicht immer so zeitaufwendig wäre, echt immer jedes von diesen Häusern durchwurschteln. Nur gucken, was da alles so drin ist. Aber wir müssen jetzt erstmal die Aufgabe hier ein bisschen erledigen. Ich will hier mal eine Quest beenden, Freunde. Ich will mal Viereck drücken, um Waffen rauszuholen. War's schon? Da ist noch einer. Oh, da hinten ist noch so ein Raptorenvieh. Ja, dann machen wir das mal so. Zu dem Raptor will ich doch nicht. Die sind mir noch ein bisschen zu gefährlich. Gehen wir auf die andere Waffe über. Hallo? Nichts zu tun? Hä? Nee, ach so, hat jemand nach mir gefragt? Ey, warum hat der gepennt? Warum gammelst du hier draußen herum? Naja, ich sag mal so, solange keiner nach mir ruft.
Wenig ehrenhaft für einen Berserker. Hat dich Meister Thorald geschickt, oder was? Ehre, Gesetz, das ist was für Idealisten. Ich bin da eher Pragmatiker. Ist irgendwas Wichtiges? Denn wenn nicht, dann geh einfach wieder, okay? Aha. Du scheinst wohl ein ganz spezieller Freund von Meister Thorald zu sein. Ich frag mal. Du scheinst wohl ein ganz spezieller Freund von Meister Thorald zu sein. Nicht wirklich. Als er noch bei uns in unserer Stadt Goliath der große Boss war, hat er mich öfter zusammengefaltet. Wie auch immer, er ist jetzt auf Pilgerreise und ich habe hier draußen meine Ruhe. Ich frag noch nicht, ich geh erstmal durch. Was weißt du über die Pilgerreise von Thorald? Nicht viel. Es heißt, dass er sich mit der Umkehrung von Elex in Mana beschäftigt. Es sei wohl eine große Sache, die den Krieg und ganz Magalan verändern soll. Aber wirklich darüber sprechen mag keiner, weil es auch wirklich keiner so richtig versteht, was er tut. Okay, ich frag trotzdem jetzt. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Ich wusste irgendwie immer schon, dass es so weit kommen würde. Askors Ehrgeiz war noch größer als sein Leichtsinn. Er hätte auf mich hören sollen und hier draußen bleiben, anstatt zu versuchen, die große Karriere zu machen. Dann würde er sicher heute noch leben. Warum interessiert dich das eigentlich? Frag jetzt mal einfach mal ganz stumpf wieder meine Reihenfolge ab. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Für die Biester in der Gegend hier reicht's. Mhm. Du kanntest Askor gut? Das will ich meinen. Er war mein Freund. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir beide schon alles zusammen durchgemacht haben. Mhm. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Mag sein, aber es will immer gut überlegt sein, wofür man seine Kräfte aufspart. Was hast du von der Sache mitbekommen? Nicht viel. Ich war hier draußen, als es passierte. Askor wurde ja in Goliath getötet und dann irgendwie in den Wald verschleppt. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Der Mord geschah in der Nähe der Kriegerhütte, direkt in der Stadt. Es gab sogar eine Blutspur, die aus der Stadt in den Wald führte, wie sie später herausstellte. Dafür, dass du so viele Fragen stellst, bist du nicht sonderlich gut informiert. Hast du die Leiche gesehen? Ich war früher schon öfter dort, wo sie Askor gefunden haben, aber seitdem... Also ich gehe da bestimmt nicht wieder hin. Höchstens noch in die Stadt. Ich war letzte Tage noch da, aber... Und wo gehst du hin, wenn du nicht hier bist? Ich gehe nirgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Es ist so gefährlich hier draußen. Da ist es schwer zu entspannen. Und wo entspannt es sich so am besten? Nun, da gibt es einen Aufzug ins verbotene Tal. Da gibt es eine Stelle mit einem tollen Blick ins Tal. Da gehe ich manchmal hin und freue mich, dass es mir hier oben besser geht als den armen Teufeln da unten. Und? Und was heißt das jetzt? Dass du ein fauler Sack bist. Aber Askors Tod scheint dich sehr zu treffen. Natürlich. Er war mein bester Freund, du Schwätzer. Ja, und darum glaube ich nicht, dass du ihn getötet hast. Du willst mich wohl verarschen? Natürlich nicht. Wer sowas behauptet, der kann mich mal. Ich frag mal noch ein bisschen nach, was das für einer war. Dein Freund Askor. Was war er für ein Mann? Unsere Eltern waren Freunde. Wir wuchsen quasi wie Brüder auf. Askor war kein einfacher Kerl. Er war ein Mann des Gesetzes und ihm war die Anerkennung der anderen Krieger enorm wichtig. Mit seinen Erfolgen hat er sicherlich so manchen verärgert und eifersüchtig gemacht, aber... egal, vergiss einfach, was ich sagte. Vergessen? Eifersucht klingt für mich nach einem möglichen Motiv für den Mord. Eifersucht? Sehe ich so aus, als würde mich die Anerkennung der anderen Krieger interessieren? Leck mich doch. Okay, das glaube ich dem sogar. Ach ja, wenn's der faule Sack jetzt auch nicht war... Dann bleibt mir eigentlich nur noch... Warte, ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Da bleiben ja nur noch die beiden da oben, ne? Und das ist ein ordentlicher Weg, Freunde. Könnt mich jetzt hier zwar das kleine Stück porten,
Aber ich will erst mal ganz kurz gucken. Ich bin ja neugierig, wisst ihr ja. Ich will mal ganz kurz da oben gucken, was da Phase ist. Denn das ist eine schöne Burg. Und vielleicht gibt es da was zum Klauen. Ich muss hier vorsichtiger durch die Welt laufen. Erstmal muss ich alles finden. Lauf! Hilfe! Hilfe! Hilft mir doch! So helft mir! Hey du, hör mal. Was willst du? Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray. Schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Das Gespräch können wir jetzt mal... Wir können jetzt mal das Gespräch hier genügend... Ja, genügend lauschen. Was willst du von diesem Ray? Was willst du von diesem Ray? Geschäfte. Nichts, was dich etwas angeht. Könnte sein, dass wir denselben Kerl suchen. Würde mich nicht wundern. Ray? Nie gehört. Na gut. Dann schönen Tag noch. Hast du gut gemacht, Berserker. Also schön noch das Gespräch ein bisschen hinausziehen, ne? Der wird dort im Hintergrund schon machen. Ah, hier ist noch gleich wieder ein Portal. Können wir den mal mitnehmen? Teleportal. Ja, wer ist jetzt Ray? Ich meine, alle, die Star Wars geguckt haben, ne? Da fällt euch ja eine Antwort ein. Kann man erst ein bisschen Fleisch braten, ne? Wir haben ja schon wieder 5. Wunderbar. Liegt hier irgendwo was rum? Bank, ich will jetzt nicht sitzen. Was ist denn hier mit dem Fußboden? So, Högelchen. Gucken wir mal ganz kurz. Was haben wir denn hier für einen Ausblick? Da vorne ist schon mal die Brücke kaputt. Da ist wieder so ein Vieh. Und da ist überall Blut auf der Brücke. Das ist ja schon wieder interessant hier. Lass dir nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Nö, ich doch nicht. Bitte, was denkst denn du von mir? Wenn du noch weiter rückwärts gehst, wärst du runtergefallen. Suchst du was? Ja. Da unten. Aber... Ach Mann, wegen dem einen Heiltrank, wisst ihr? Was willst denn du? Was machst du hier? Oh, hier sind ja 2. Latschen die mir jetzt beide hinterher? Er geht jetzt weg. Er glotzt. Was kommt da wieder? Mann! Ich wollte auch die Kiste klauen. Also die Kiste looten. Ich geh mal darüber. Guck mal ganz kurz hier zur Bridge hin. Da war ja was Interessantes. Also wenn da irgendwo Blut ist, ne, dann muss man ja hier... Ich mach mal nochmal eine von denen hier. So. Der gibt erstmal einen Pfeil in den Arsch. Dann kommt der Heyrand. Nimm das Ding runter. Das hab ich schon öfter mal gehört. Ich hab hier eure Base verteidigt und die... Ja, nimm das Ding runter. Solche Armleuchter. So, hier haben wir ein paar Blutflecken, da vorne liegt einer. Ja, noch ein Pfeil. Ah, da können wir ja mal... Guck mal, da hinten. Da. Alter, das ist ja wieder so ein Spuk-Heini. Oh Gott. Ziel doch mal. Hallo? Gib mir eine Pfeile alle. Alter. Das waren Reflexe. Hä? Null Pfeile? Was ist denn... Hä? Ich hab alles schon verballert? Ich geh mal weiter. Es wäre zwar interessant, da vorne zu schauen, was da Phase ist, aber ich denke mal, dass mich das Vieh umnocken wird, oder? Guck. Was? Da hab ich mich letztens schon aufgeregt. Die Viecher. Auf solche Entfernung. Warum kann ich nicht so rotzen?
Gut. Komm ich nicht hin? Ist ein fettes Vieh da vorne. Muss ich noch mal ein bisschen Power auftanken hier. Oh, kostenloser Wein. Weißt du, was du da tust? Ja. Ich hab nicht geklaut. Das stand nicht da. Ey. Siehst du, wenn du Material mitnimmst... Was bist du blöd? Wenn du Material mitnimmst, was jetzt einfach so rumliegt, wo nicht verboten dasteht, ne? Das merken sie. Oh, großer Beutel Elixier. Aber sobald du hier was Normales mitnimmst, ist wieder Polen offen. Knopf. Was passiert jetzt? Ich höre was. Passiert aber nichts. Gut, ich sollte mich vielleicht doch mal lieber auf meine Mission konzentrieren. Und das heißt nachher... Ja, bis jetzt ist ja auch nichts gekonnt. Hab ich auch nicht. Aber ich weiß schon mal, wem ich aus dem Weg gehen sollte. Also von den Viechern her. Da ist noch so eine Laube. Guck mal. Ah nee, ist eine Brücke, oder? Guck mal. Wenn wir mal hier lang schnieken. Ja, ist eine Brücke. Eine recht merkwürdige Brücke, aber es ist eine Brücke. So. Hört sich wieder gar nicht gut an. Wenn die Musik so umschwingt, dann denke ich immer, gleich kommt irgend so ein Fetti aus der Ecke und boxt mich um. Nimm mal hier rüber. So. Können wir noch ein bisschen der schönen und stillen Natur laut. Ach scheiße, meine Pfeile sind alle, ne? Alter. Attacke! Ey, ich hab Spezialattacke gedrückt. Mensch, da musst du ja draufhämmern, dass das hier funktioniert. So. Da vorne ist noch so ein Huhn. Die Hühner gehen noch. Die machen mir nicht so eine Angst wie die anderen. Diese Dicken. Können wir mal so ein Knastern und Knacksen. Ah, das Geile... Im Spiel ist, du findest einfach überall was. Also, du hast ja wirklich in jeder zweiten Ecke liegt irgendein Popel rum oder irgendeine Quest. Guck hier. Mitten in Timbuktu. Hell, alles drum und dran. Du findest, du musst einfach querfeld einlaufen und du weißt, du findest irgendwas. So, ich muss aber trotzdem weiter in die Richtung. Weil wir wollen ja hier Kunst und Kunst noch finden. Also die beiden, die da hinten irgendwo rum. Ach, da wieder so viel. Alter, langsam hin. Ey, da steht Achtung. So. Wenn da Achtung steht. Ich habe eine Trophäe erlangt. Da kommt manchmal das Dreiecksymbol. Wenn du da volle Möhre draufhämmerst, dann hast du die Chance, was zu erreichen in dem Spiel. So. Hätten wir noch so ein Klößchen. Ah, hier waren wir ja zum Anfang gewesen, ne? Aber irgendwann hat mich entdeckt. Das Radar ist rot. Wenn das Radar rot ist, dann gibt's Tote. Ich weiß aber nicht, wo ist es hin? Hat wohl anscheinend keinen Bock mehr. Hat gesagt, oh, da kommt der harte, krasse Krieger. Da verkrümel ich mich mal besser. Oh, da ist einer. Dich hole ich mir. Warum denn? Was habe ich dir denn getan? Ja! Alter. Die sind alle auf mich losgehen. Nein. Ah, ey, nicht so schlecht in dem Spiel. Komm. Statt die sich gegenseitig angreifen, ne? Nein! Oh Gott, das nächste Vieh? Wie lange wollen die mir eigentlich folgen? Jetzt renne ich hier einmal um den blöden Berg rum. Ich komme immer wieder auf Viereck. So,
Alter, ich bin der Hero hier. Das kommt ja wieder zurück, ne? Wisst ihr, was er vergessen hat? Schlechter Zeitpunkt. Nein! Pack das Ding weg! Hab ihn zumindest. Alter! Was war denn das? Hä?